Es ist Frühling, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ich sitze hier mit Imam Osman Özt zusammen im House of One und heute haben wir uns einen Gast zu unserem interreligiösen Frühlingstalk eingeladen. Pfarrerin Corinna Zisselsberger aus der Marienkirche am Alexanderplatz. Bei dem Wort Frühling denken bestimmt viele Menschen erstmal an Ostern. Aber das ist auch die Zeit von Pesach und am 12. April beginnt dieses Jahr der Ramadan. Man kann also von diesem April sagen, es ist für jeden etwas dabei. Ja, der Ramadan ist ja für uns Muslime ein ganz, ganz besonderer Zeitabschnitt. Also er ist der Monat des Fastens, aber dem Fasten auch verbunden. Gleichzeitig ist es auch für uns der Monat des Korans. Nämlich warum? Weil es dieser Monat war, an dem die erste koranische Offenbarung empfangen wurde von den Propheten. Oder es überhaupt begann, dass der Koran offenbart wurde und auch der Prophet zum Propheten auserwählt wurde. In diesem Sinne ist es auch für uns der Monat des Korans und wir Muslime sind deswegen auch angehalten, uns intensiver als sonst auch mit dem Koran zu beschäftigen. Das auf der einen Seite. Also es ist für uns dementsprechend ein wirklich der spirituelle Höhepunkt, könnte man sagen, im ganzen Jahr. Denn es ist eine ganz intensive Auseinandersetzung auch mit sich selbst. Ein Selbstfindungsprozess, ein Bewusstsein werden seiner eigenen Religiosität, als auch Spiritualität, als auch seiner Verbundenheit mit seinem Schöpfer. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ein gesellschaftlicher Höhepunkt oder ja, der Geselligkeit, ein Höhepunkt der Geselligkeit, denn es ist ein ganz, ganz intensiver auch Austausch miteinander. Zusammen mit dem Fasten und dem täglichen Fastenbrechen ist es nämlich so und auch gewünscht und üblich, dass man dieses Fastenbrechen nämlich nicht alleine begeht, sondern dass man es tatsächlich mit seinen Bekannten, Familien, Freunden, Nachbarinnen und so weiter gemeinsam begeht. Und deswegen ist man jeden Tag bei dem einen zu Hause oder man empfängt Gäste, man schließt sich einem größeren Fastenbrechen an und es ist so ein wirklich ganz, ganz intensiver Austausch miteinander. Ihr habt ja Ostern schon hinter euch. Von außen wissen wir es nicht. Ist Ostern auch Ramadan, sagt Osman, ist das höchste Fest im Jahr, der wichtigste Moment. Aber wie sieht es bei den Christen aus? Ist es Ostern oder Weihnachten? Ostern und insbesondere auch die Zeit vor Ostern, also die Karwoche, die sogenannte Heilige Woche, das ist insgesamt, glaube ich, schon die wichtigste Zeit im christlichen Festkalender. Und interessanterweise führt ja eine 40-tägige Zeit auf Ostern zu, die sogenannte Passionszeit, was eine Zeit ist, in der auch gefastet wird. In der christlichen Tradition gibt es eben die Bußzeiten, also dazu gehört interessanterweise auch die Adventszeit. Das wird gesamtgesellschaftlich, glaube ich, nicht mehr so wahrgenommen, aber es ist im Prinzip auch eine Fastenzeit. Das erkennt man immer noch an der liturgischen Farbe in den Kirchen, die eben Bußzeiten begleitet. Das ist die Farbe Lila. Und genauso ist es bei der 40-tägigen Fastenzeit. Die beginnt mit dem Aschermittwoch. Und da gibt es die Tradition am Aschermittwoch, dass wenn man miteinander feiert, dass man ein Aschekreuz auf die Stirn bekommt und dazu die Worte hört: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Und damit beginnt diese 40-tägige Fastenzeit, die eben eine Zeit ist, in der ja die Ausrichtung auf Gott, die Umkehr an erster Stelle steht. Was das dann konkret bedeutet, das ist zumindest in der evangelischen Tradition sehr freiheitlich. Also es gibt jetzt keine besonderen Auflagen, was in dieser Zeit zu fasten wäre. Das hat sich einfach seit der Reformation so eingebürgert, dass die Reformatoren es für wichtig erachtet haben, anders als die katholische Tradition eben nicht bestimmte Speisen zum Beispiel zu verbieten, weil sie darin die Gefahr einer bestimmten Werkgerechtigkeit gesehen haben. Also sie haben darin die Gefahr gesehen, zu sagen,
Gerade wenn wir jetzt bestimmte Sachen verbieten, dann kann uns das eigentlich im Prinzip noch weiter weg von Gott bringen, weil dann der Mensch dazu neigt zu sagen, ja guck mal Gott, was ich jetzt hier alles Tolles befolge und ich verzichte auf dieses und jenes. Und das Ansinnen der Reformatoren war eigentlich zu sagen, es ist eher eine innere Gesinnung, es ist eine innere Ausrichtung und die sollte ehrlich erfolgen. Und deswegen gibt es in der evangelischen Kirche die Tradition 7 Wochen ohne, also auf etwas zu verzichten oder auch etwas anders zu machen, als man es üblicherweise macht. Also für mich ist es eine Chance, einfach einen Monat oder 40 Tage etwas anders zu machen als sonst. Und das kann mit Verzicht einhergehen, das kann aber auch bedeuten, dass man etwas zusätzlich macht oder einfach, dass man etwas anders macht als üblicherweise. Das mit dem Aschekreuz finde ich sehr interessant, das habe ich noch nie gehört. Ich kenne allerdings den Satz, Kia farata vela farta shuv, denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Das ist der Satz, den man bei uns am Grab bei einer Beerdigung sagt. Das wird tatsächlich auch bei christlichen Bestattungen gesagt. Also es gibt den dreimaligen Erdwurf und der wird begleitet von den Worten Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Und darin liegt ja genau der Gedanke zu sagen, wir sind von Gott geschaffen, aber wir werden auch zu Gott zurückkehren und unsere Körper sind vergänglich. Und daran erinnert der Aschermittwoch mit diesen Worten, also eine gewisse Demut vor Gott zu sagen, es liegt in Gottes Hand. Und das finde ich auch einen interessanten Gedanken, den gerade die protestantische Kirche mit der Fastenzeit verbindet, dass es nicht im menschlichen Ermessen liegt, zu Gott umzukehren, sondern dass es im göttlichen Ermessen liegt, dass wir umkehren können. Und deswegen, das habe ich ja schon versucht zu sagen, deswegen ist es in der protestantischen Tradition jetzt nicht so sehr an bestimmten Geboten, hängt das nicht so sehr, was man jetzt tun sollte oder was nicht oder worauf man verzichten sollte oder worauf nicht, sondern mehr in der individuellen Gesinnung und in der individuellen Umkehr zu Gott. Genau, also ich fand nochmal den Aspekt des Verzichts so ganz bedeutsam und wollte das auch nochmal aufgreifen. Tatsächlich finde ich auch den Ramadan und das Fasten an sich auch wieder eine Art Rückkehr zu dem eigentlichen Wesen, wie Gott uns erschaffen hat, nämlich eigentlich ganz rein und sauber. Aber erst als der Mensch quasi zu Fleisch und Blut wurde und auch in sich, ja, auch Aspekte quasi mit sich trägt, die eben nicht nur Tugend, sondern auch Tadel mit sich tragen kann. Und von diesem Tadel, von dieser Last, von diesem gilt es, sich auch zu befreien. Also dieser Verzicht, diese Enthaltsamkeit dient meines Erachtens dazu ja auch, sich einfach ein bisschen wieder Abstand zu nehmen von dem Weltlichen. Denn das Weltliche, das lässt uns irgendwie wieder vergessen, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Zu dieser gilt es irgendwie wieder zurückzukehren. Denn wenn wir uns vereinnahmen lassen von den weltlichen Dingen und damit verbunden auch von Tadel und mit dieser Last, das entfernt uns eigentlich von unserem eigentlichen Wesen und von unserer eigentlichen Bestimmung. Und das gilt es, glaube ich, auch insbesondere zu reflektieren und von daher durch dieses Fasten. Also es gibt nochmal ein schöner Gedanke, wie ich finde, im Koran, als der Mensch erschaffen wurde, als Adam erschaffen wurde, befiehlt Gott den Engeln, sich vor Adam, vor seinem Geschöpf, niederzuwerfen. Und alle Engel tun dies, mit Ausnahme einem, und das ist der Teufel. Und er argumentiert so und sagt, er ist doch nur aus Erde geschaffen und ich bin aus Feuer geschaffen. Also was spielt da rein? Es spielt diese Arroganz, der Stolz rein. Des Teufels. Aber das sind auch Dinge, natürlich Elemente, die auch der Mensch mit sich tragen kann. Ja? Und genau von dieser Arroganz, die der Mensch und von seinem Ego auch davon sich zu befreien und dem quasi zu zügeln, das ist auch ein wichtiger Aspekt des Fastens, denn das Hungern und das Dursten lässt eigentlich keinen Raum mehr für Arroganz und Stolz. Und das gilt es auch nochmal, glaube ich, mitzunehmen. Während des Fastens. Das Fasten ist mir natürlich auch nicht unbekannt, wobei im Judentum jeder Feiertag einen unterschiedlichen Ansatz des Fastens hat. Bei Pesach ist es so, dass wir normalerweise sagen würden,
dass wir nur einen Tag, quasi nur einen halben Tag von Sonnenaufgang bis Untergang vor Pesach fasten. Aber ich glaube, fast im christlichen Sinne ist die Pesachwoche selbst auch eine Art Fasten, denn wir verzichten auf Chametz, das heißt auf alles Gesäuertes. Und es darf nichts gegangen sein, weil man ja beim Auszug es sehr eilig hatte, konnte man nur diese flachen Knäcke backen, diese Matzot. Und deshalb soll man eine Woche lang nichts essen und dadurch auch nichts im Haushalt haben, was eben gegangen ist, mehr als 18 Minuten aufgegangen ist. Und man nimmt so alle Getreidesorten aus dem Haus, um da auch keinen Fehler zu machen. Das heißt, wir verzichten auf eine Sache im Gedenken daran, was unsere Vorfahren gemacht haben, um diese Geschichte an uns ranzulassen und unsere Wurzeln nicht zu vergessen. Wir haben allerdings einen Tag vorher, nämlich genau vor Pesach, das Fasten der Erstgeborenen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das heißt, es ist nichts, was für jeden ist, sondern nur, wenn man das älteste Kind einer Familie ist, soll man einen Tag lang nichts zu sich nehmen, in Gedenken an die 10. Plage. Die 10. Plage hieß der Tod aller Erstgeborenen, die Ägypter betroffen hat. Und weil wir auch um diese Menschen trauern, das ist ja nicht so, weil es der Feind war, dass wir uns freuen, dass jetzt die Erstgeborenen gestorben sind, sondern aus Dankbarkeit, dass wir überlebt haben und aus Trauer um diese Toten fasten wir einen Tag vorher, um auch die negativen Seiten zu sehen. Also es ist immer verbunden mit dem Anlass, wobei wir haben natürlich zu Yom Kippur noch ein anderes Fasten, aber bei diesem Fest ist es eben mit dem Anlass verknüpft. Du sagtest es gerade, also auch an die Trauer der anderen mitzudenken oder auch das mit zu spüren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt des Fastens, denn es geht ja darum auch nicht nur alleine um seinen eigenen Körper willen überhaupt zu fasten, ganz und gar nicht, sondern es geht eben auch darum, auch die Trauer, den Hunger und den Durst von anderen zu spüren. Es ist quasi, man könnte das Beispiel einer Wüste nehmen und einer Oase. Der Fastende begeht eigentlich jeden Tag den Gang in die Wüste und am Abend kommt er an in die Oase mit dem Fastenbrechen. Und dieses Fastenbrechen, diese Oase ist natürlich ein Moment wieder der Dankbarkeit. Und dieser Gang durch die Wüste ist aber auch ein Gang, durch der eben mit ganz viel Reflexion und auch Gedanken der Trauer und der Empathie auch verbunden ist. Und auch eine Art, ich würde sagen, auch eine Art Befreiung von der Gleichgültigkeit des Menschen. Also denn Gleichgültigkeit im arabischen Rafla ist eine der wirklich ja, tadelswürdigsten Dinge, die der Mensch in sich tragen kann. Ja? Und diese Gleichgültigkeit gilt es eben auch, dessen bewusst zu werden und das von sich zu werfen und dementsprechend anderen zu gedenken, anderen eine Hand zu reichen, die bedürftig sind und mehr. Hinzu kommt, zu guter Letzt kann man sagen, auch, dass eine der fünf Säulen des Islam ist ja die sogenannte läuternde Spendenabgabe oder die Zakat genannt. Diese geben wir eben insbesondere im Monat Ramadan ab, weil wir in diesem Monat natürlich ganz, ganz intensiv auch mitfühlen mit den Bedürftigen dieser Welt. Und dann ist es umso leichter, sich auch von seiner eigenen Last zu befreien und quasi auch sein eigenes Vermögen zu läutern. Das habe ich schon von einem bedeutenden Christen gehört. Martin Luther King sagte, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wie sieht es bei dir aus, Corinna? Wie hast du denn die Fastenzeit verbracht? Also ich nehme ja eigentlich in jedem Jahr vor, etwas zu fasten. Und das ist im Prinzip in jedem Jahr etwas anderes. Und in diesem Jahr haben mein Mann und ich entschieden, dass wir Fernsehen fasten. Das kam jetzt durch die Corona-Zeit, dass wir im Herbst und Winter einfach sehr, sehr viel Fernsehen geguckt haben, ganze Mediatheken leer geschaut haben. Wir haben auch tolle Sachen geschaut, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das strengt mich an, weil wir arbeiten sehr viel vor den Bildschirmen den ganzen Tag und dann saßen wir abends vor noch einem größeren Bildschirm. Und deswegen kam bei uns oder zumindest bei mir die Idee auf, in dieser Fastenzeit wirklich mal bewusst auf das abendliche Fernsehen zu verzichten. Und ich habe es als Befreiung erlebt. Die Tagesschau haben wir uns zugestanden, eine Viertelstunde, dass wir auch gut informiert sind. Aber ansonsten haben wir kein Fernsehen geguckt, bis auf die Sonntage. Die sind nach christlicher Tradition tatsächlich ausgenommen in der 40-tägigen Fastenzeit, weil
Jesus an einem Sonntag auferstanden ist vom Tod. Und deswegen ist der Sonntag immer der höchste Tag, der feierliche Tag, der Beginn der neuen Woche. Also sonntags haben wir Tatort geguckt, aber ansonsten kein Fernsehen. Das ist für mich der wichtige Gedanke beim Fasten, zu schauen, was hält mich denn gefangen oder welche Gewohnheiten haben sich eingeschlichen, die ich vielleicht gar nicht mehr so wahrnehme oder wo mache ich Dinge, die ich einfach nicht mehr bewusst reflektiere oder wo merke ich, etwas tut mir eigentlich gar nicht so richtig gut und ich habe aber nicht die Kraft oder den Mut, das zu ändern. Das finde ich das Tolle an der Fastenzeit, da wirklich mal Dinge in den Blick zu nehmen und auch den Mut und den Anlass zu haben und auch die Gemeinschaft von anderen, also das Wissen darum, dass andere auch gerade in dieser Zeit ja eben ja, Sachen anders zu machen und Dinge zu verändern, Abläufe, Gewohnheiten. Ich habe eine Freiheit verspürt jetzt in dieser Zeit. Also ehrlich gesagt, wir haben uns sehr viel vorgenommen und haben jetzt gemerkt, nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir auch umsetzen. Das ist aber, glaube ich, jetzt so ein Zeichen dieser Corona-Zeit, dass wir doch alle irgendwie sehr müde sind. Eine Sache habe ich umgesetzt. Also ich wollte mir schon lange ein Rennrad kaufen. Das habe ich jetzt gemacht und da freue ich mich jetzt auch drauf, so mit diesen länger werdenden Tagen dann auch mal Feierabendrunden zu fahren. Das ist vielleicht sozusagen der andere Aspekt. Man nimmt sich manchmal auch zu viel vor und merkt dann, man schafft es nicht. Aber ich finde das total in Ordnung, auch dann in der Fastenzeit zu merken, nicht alles, was ich mir vornehme oder nicht alles, was ich plane oder wie ich es gerne hätte, funktioniert auch. Also das ist vielleicht so auch das andere Gefühl dieser Zeit. Das liegt nicht in meiner Hand, sondern in Gottes Hand. Und ich habe halt einfach nur eine begrenzte Kraft oder begrenzte Ressourcen. Du hast gerade das Stichwort genannt, Corona. Zum zweiten Mal findet Ramadan schon zu Corona-Zeiten statt. Und ich glaube, dass das besonders einschneidend für Muslime ist. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise was nehmt ihr schon vom letzten Jahr mit? Ist es ein Aufbauen auf dem letzten Jahr? Natürlich war das erste Corona-Jahr so ein einschneidender Moment in dieses gesellige Miteinander. Und das heißt, alle Fastenbrechenabende, die wir groß geplant hatten mit verschiedenen Gästen und Nachbarinnen und so weiter, all das musste natürlich fallen gelassen werden. Gleichzeitig auch unsere täglichen Gottesdienste in den Moscheen, die sogenannten Tarawih-Gebete, auch die sind in der Gemeinschaft entfallen. Und dann hat man geschaut, gut, also wenn all das irgendwo wegfällt, schaffen wir es nicht trotzdem anderweitig irgendwie zusammenzukommen. Und Gott sei Dank leben wir ja auch mittlerweile in einer Zeit der Digitalisierung und technisch so weit fortgeschritten, dass wir einfach Handy in die Hand und uns verbinden können mit Menschen aus der ganzen Welt und auch sehen können und hören können. Und in dem Sinne haben wir uns Gedanken gemacht, also was kann man umsetzen, was kann man machen. Es gibt im Ramadan die Tradition, dass man zum Beispiel jeden Tag zusammenkommt in der Moschee und gemeinsam einen Juz, einen ganzen 20-seitigen Abschnitt aus dem Koran gemeinsam liest. Und dieses gemeinschaftliche Lesen zum Beispiel, das kann man auch wunderbar digital machen, haben wir uns gesagt. Und das wurde zum Beispiel in die digitale Welt getragen. Dann haben wir die Fastenbrechenabende, haben wir uns gedacht, okay, man kann nicht zusammenkommen vielleicht, aber man kann zumindest Momente des gemeinsamen Fastenbrechens miteinander teilen, mit Fotos oder mit Live-Schaltung und so weiter. Wir haben den Kiddush to go erfunden. Gibt es also, ein Kiddush ist eine Mahlzeit nach Schabbat, die man zusammen einnimmt und jetzt bekommt jeder etwas nach Hause und man macht es in Gedanken zusammen quasi, aber jeder für sich. Aber jeder hat das Gleiche in seiner Tüte und das ist fast ein bisschen wie zusammen essen. Habt ihr auch so etwas? Ja, wir haben jetzt für diesen Ramadan zum Beispiel einige neue Konzepte und Ideen entworfen, also meine Freundinnen und Freunde vom Forum Dialog unter anderem, wie zum Beispiel eine Ramadan-Tüte, die wir verlosen werden, eine bestimmte Anzahl an Leuten, die über die sozialen Medien an so einem Wettbewerb mit dran teilnehmen oder sich aktiv daran beteiligen, die werden alle bekommen eine schöne Ramadan-Tüte mit ganz interessanten Geschenken da drin. Also das zum einen. Auf der anderen Seite die Frage, wie können wir Religion auch im Digitalen abbilden oder reintragen.
Und das ist insofern ja natürlich auch wichtig, als dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten besonders gemerkt haben, wie der digitale Raum vereinnahmt wurde auch von vielen, ich sag mal, negativen Stimmen und Narrativen. Und wir es eigentlich, also Menschen, die eigentlich positive Narrative leben oder auch mit sich tragen, dass wir diesen Raum nicht gefüllt haben. Und das war nochmal so ein Bewusstseinwerden unter uns, dass wir gesagt haben, okay, ab jetzt insbesondere müssen wir wirklich noch viel mehr diesen digitalen Raum mit positiven Narrativen und so weiter füllen. Und so haben wir ganz, ganz viel umgesetzt im digitalen Raum. Also von Veranstaltungen auf der einen Seite, aber auch Gebete, die wir jeden Tag teilen, Gedanken, die wir jeden Tag teilen. Also so ein in den sozialen Medien ganz lebendig den Ramadan den Menschen mitzugeben. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und letztes Jahr auch so gut umgesetzt, tatsächlich, dass wir aus unserer Gemeinde ganz, ganz viel Lob auch bekommen haben und die sich wirklich dieses Jahr schon ganz früh gemeldet haben, also wir wollen das unbedingt mindestens genauso nochmal dieses Jahr haben, weil das hat uns wirklich den Ramadan wieder erleben lassen, auf eine andere Art, aber es war sehr schön. Und dieses soziale Miteinander, das gilt es weiter mitzutragen und zu beleben. War denn ein soziales Miteinander in der Kirche in diesem Jahr überhaupt möglich? Also im Gegensatz zu letztem Jahr, wo die Osterfeierlichkeiten ja genau in den Zeitraum fielen, in dem die Politik das untersagt hat, dass man also in der gewohnten Form in Kirchen zusammenkommen kann, war es dieses Jahr möglich, Ostern zu feiern und zu begehen. Aber wir als Kirchengemeinde und auch unsere Landeskirche zusammen mit der ganzen EKD hat sich entschieden, das eben in reduzierterer Form als üblich zu begehen. Normalerweise sind die Feierlichkeiten beginnen am Palmsonntag. Es gibt dann die Heilige Woche mit dem Gründonnerstag, Karfreitag und den beiden Osterfeiertagen, also Ostersonntag und Ostermontag. Das sind sehr, sehr viele Feiertage auf kurzer Zeit. Und es gibt normalerweise auch eine Karfreitagsprozession hier durch die Berliner Mitte. Aber wir haben uns eben alle entschieden, angesichts der Umstände das Programm zu reduzieren und haben uns vor allem auf den Karfreitag und den Ostersonntag konzentriert. Am Gründonnerstag, das ist der Tag, an dem sich die christliche Kirche an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern erinnert, haben wir einen Zoom-Gottesdienst gefeiert. Ein erster Versuch, das war sehr schön. Und an Karfreitag haben wir eben versucht, Angebote sowohl in digitaler als auch in analoger Weise zu machen, sodass je nachdem, wie die Menschen sich entscheiden, es gibt gute Gründe, zu Hause zu bleiben, es gibt aber auch gute Gründe, sich aufzumachen, zusammenzukommen, aber dass wir da eben beide Formen auch anbieten konnten und die wurden auch beide gut genutzt. Für uns kam letztes Jahr zu Pesach ganz überraschend der Lockdown und da ist unser Gemeindeseder, das ist der erste Abend von Pesach, an dem wir zusammen sitzen, viel essen und die Geschichte vom Auszug erzählen, einfach ausgefallen, weil wir gar nicht damit umgehen konnten. Dieses Jahr haben wir das über Zoom gefeiert und jeder hatte seinen Seder-Teller, also die Lebensmittel, die wir symbolisch auch vor einem Festmahl essen, um uns an den Auszug zu erinnern, vor sich. Und ich fand es eine schöne Lösung. Es hatte etwas tatsächlich Familiäres. Wir haben auch sehr inzwischen daran gearbeitet, wie wir es machen können, dass wir eben auch der Rabbiner und ich mit dem Tablet da sitzen und die anderen sehen, dass wir auf Galerieansicht schalten, dass wir ein bisschen mehr Gespräche führen. Trotzdem muss ich sagen, es kann natürlich nie das Gleiche sein, als wenn man in einem Raum zusammensitzt und alle gleichzeitig singen und lachen, weil es wird sehr, sehr viel bei uns gesungen und das geht nicht über Zoom. Das finde ich so schade. Aber das wirklich Schöne daran ist wieder, dass die familiären Strukturen sich sehr gestärkt haben, da wir ja inzwischen in Kohorten leben oder in Familien, dass ich viel, viel mehr mich auch darauf besinne, in der Familie stärker zu feiern und darauf zu achten, welche Traditionen wir einhalten und dass wir wieder ein Stück mehr zusammengerückt sind. Das
finde ich auch einen sehr schönen Aspekt, muss man einfach mal in der negativen Zeit auch sehen. Ist das auch im Ramadan so, dass das ja familiär dann einfach abends Fasten gebrochen wird? Du hast recht. Ich meine, tatsächlich verlieren wir uns manchmal im Trubel unseres Lebens, unseres Arbeitslebens und übersehen tatsächlich die Menschen, die ganz nah bei uns sind. Also nämlich die Familie, meine Ehefrau oder meine Kinder. Und insofern ist es für mich natürlich, war auch Corona letztes Jahr für uns nochmal ein ganz intensives Miteinander. Und auch dieses Jahr wird es natürlich im Fasten immer ein gemeinsames Fastenbrechenabend sein, nur unter der Familie. Aber das ist auch, glaube ich, ganz schön. Und das sind auch Momente, finde ich, wo man wieder zu sich findet als Familie. Ja. Ist es auch zu Ostern so? Ich glaube, aus meiner Perspektive mischen sich zu Ostern ja sehr, sehr viel christliche Riten. Aber auch, wenn ich daran denke, zum Beispiel Ostereier suchen, ist ja durchaus was Heidnisches, was aber, glaube ich, schon zum gesellschaftlichen Charakter des Festes gehört. Ist es auch so, dass da bestimmte Dinge wieder zusammengekommen sind oder hat die Gemeinschaft sehr unter den Restriktionen gelitten? Also erstmal ist es so, dass die Symbole, die zu Ostern gehören, also die Eier, die Häschen, ich glaube, das sind alles Fruchtbarkeitssymbole und damit, ich finde, man kann die ganz gut christlich deuten. Also was ist die Botschaft von Ostern? Die Botschaft von Ostern ist, dass das Leben den Tod überwindet. Und das erleben wir in der Natur, wenn wir rausschauen im Frühling, dass aus tot geglaubten grauen Bäumen auf einmal kleine grüne Triebe sprießen, dass Blumen blühen. Und ich glaube, diese Fruchtbarkeitssymbole, die symbolisieren das eben auch. Und am Ostermorgen wird berichtet, dass Menschen sich aufmachen zu einer Grabstätte, wo sie ihren toten Rabbi Jesus vermuten und die Grabstätte ist leer. Und es wird berichtet, dass er auferstanden ist vom Tod, also dass er den Tod überwunden hat und lebt. Und das ist, glaube ich, die starke Botschaft von Ostern. Und das kann man auch in diesen, wie du es genannt hast, heidnischen Symbolen, also in diesen weltlichen Ritualen kann man das, glaube ich, erahnen, was da drin steckt. Das ist die starke Botschaft von Ostern. Wir mussten natürlich angesichts der Umstände auch auf liebgewonnene gemeinschaftliche Rituale verzichten. Also wir feiern ansonsten einen sehr großen Ostergottesdienst mit einer Prozession von der Marien in die Parochialkirche, mit einem großen gemeinsamen Abendmahlskreis in der Parochialkirche und mit einem anschließenden Osterfrühstück. Das ist natürlich aufgrund der Umstände in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Und das ist schade. Also Ostern, wie auch Karfreitag, wurde sehr individuell gefeiert. Und also meine, sag ich mal, familiären Erfahrungen sind ein bisschen anders, weil die Familien meines Mannes und meine Familie, die leben jeweils sehr weit entfernt von Berlin. Und obwohl ich das auch so erfahren habe jetzt in diesem letzten Corona-Pandemie-Jahr, dass ich es genieße, sehr viel Zeit mit meinem Mann zu verbringen, auch wenn wir zum Beispiel beide zu Hause sind und Homeoffice machen, ist es doch so, dass wir unsere Familien sehr viel seltener gesehen haben als unter den normalen Umständen. Und gerade solche Feste wie Ostern oder auch Weihnachten, die erinnern mich da jetzt nochmal besonders schmerzhaft daran, dass eben das momentan nicht möglich ist oder jetzt auch eine Weile nicht möglich war, sich so ungezwungen und fröhlich zu treffen und miteinander viel Zeit zu verbringen, wie wir uns das vielleicht auch wünschen. Was ist es denn, worauf du dich dieses Jahr besonders freust? Gibt es schon ein digitales Format, ein digitales Fastenbrechen, wo du dich schon mit jemand verabredet hast, dass man zusammen isst oder sich was schickt? Oder hast du dir schon etwas Spezielles für dich selber und deine Familie ausgedacht? Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, wie der Ramadan dieses Jahr wird. Aber worauf ich mich eigentlich besonders freue, ist Folgendes. Also für mich ist der Ramadan ein jährlicher Besucher. Er ist für mich ein guter Freund, der mich jedes Jahr heimsucht. Nicht nur ein Freund, er ist eigentlich sogar für mich quasi ein Lehrmeister. Also
an dessen Knie oder wo ich mich quasi bei ihm hinsetze und einen Monat lang versuche, etwas von ihm mitzunehmen. Für das folgende Jahr, für die Zeit danach. Und ich glaube, es ist für mich immer auch ein Bewusstsein dessen, ja, der Mensch darf sich auch in mancher Sachen nicht übernehmen. Du hast es vorhin gesagt, Corinna. Ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass der Mensch immer gewisse Entwicklungsprozesse durchmacht und sich auch nicht übernehmen muss, sondern er kann manche Dinge auch leicht angehen. Aber es sollte eine ständige Entwicklung, ein ständiger Fortschritt da sein. Und für mich ist der Ramadan immer ein Moment, quasi eine Schule, durch die ich gehe, einmal im Jahr, wo ich mir erhoffe, dass ich daraus wieder ein bisschen weiter mich entwickelt habe, einen Schritt weiter vorangekommen bin in meiner Menschwerdung oder in meiner individuellen auch Entfaltung und in meiner Religiosität, in meiner Spiritualität und in meinem Umgang mit meinen Mitmenschen, all das, also das Arbeiten an meinem Charakter, all das lehrt mich der Ramadan und darauf freue ich mich, weil es ist für mich ein besonders segensreicher Zeitabschnitt und den ich sonst im Jahr nicht so verspüre und dementsprechend freue ich mich auf diesen Freund, auf diesen wieder Gast bei ihm sein zu dürfen. Dann wünsche ich dir einen segensreichen Ramadan, Ramadan Karim, und ich hoffe, wir waren alle gut zu verstehen unter unseren Masken hier. Wir hören uns alle bald wieder und natürlich bleib gesund. Tschüss.